Ganz kurz an euch zur Erklärung. Entballungsanträge sind Anträge, die User hier auf meinem Twitch-Account mir gestellt haben, weil sie ihrer Meinung nach zu Unrecht blockiert wurden. Ich kann allerdings alle Nachrichten sehen. Ich weiß, was sie geschrieben haben. Ich weiß, warum sie blockiert wurden. Und wir schauen uns an und beraten uns im Chat, ob wir diese Personen wieder mit in die Community aufnehmen sollten oder ob wir sie gebannt lassen sollten. Hallo liebe Mods und Luca, ich wurde gestern gebannt, weil ich ein Word geschrieben habe. Wollte noch sagen, dass das nicht ich, sondern mein Bruder war. Er hat mein Handy weggenommen und das geschrieben und ich will mich für das Verhalten meines Bruders entschuldigen. Ja, okay, wie seht ihr das? Es kann also wenn es sein Bruder war, mein Gott, ich bin zu nett bei sowas. Ihr schreibt, die meisten schreiben hier wieder Bann. Leute, ich entscheide. Ich heb die Sperre auf. Wenn das nochmal macht, dann wird er wieder gesperrt. Luca, hab dich gemeldet wegen illegalen Glücksspiel. Was? Ich habe noch nie Glücksspiel gemacht. Ich finde es das Dümmste der Welt. Ich hasse den Chat. Laser. Off. Euch. Immer mit der Ruhe, okay? Er meint mit Glücksspiel wahrscheinlich das mit den Loserpunkten setzen. Aber das ist ja... Also ich spiele ja so gut es geht und ihr könnt einfach nur tippen, ob ich gewinne oder nicht. Aber es hat ja keinen Gegenwert an Geld. Und es ist auch nicht illegal. Und du hast illegal auch komplett falsch geschrieben, Bro. Gut, mein Fehler. Ja, sorry, bin mit ein paar Jung im Stream. Und ich war auf Klo. Und dann kam ich wieder... Und war gesperrt, also bitte wieder entsperren, passiert nie wieder, versprochen. Wait a minute. Du hast geschrieben, zwischen um 22 und 29 wurdest du gesperrt, weil da kam euch. Und du hast schon angefangen, mit Luca habe ich gemeldet, 5 Minuten vorher. Nehme ich dir nicht ab, weil auch, dass du mir hier drohst, von wegen, du hast mich gemeldet und illegales Glücksspiel und Laser. Ablehnen, ja, wird abgelehnt. Bist... Hätte erst eine Nachricht geschrieben. Wurde direkt gesperrt. Ich hab nur Susi geschrieben, dass du bist, du eigentlich war mein Kollege, nur mit meiner Account eingeloggt hat, um den kümmere ich mich schon. Glaub mir, ich schwöre auf mein Handy und ich schwöre auf meine Switch und auf meine Schwester. Was würdet ihr sagen? Frei oder wann? Frei, weil er es selber zensiert hat. Ich würde auch frei sagen. Wenn er schon schwört, also wirklich, wenn er schwört auf sein Handy, seine Switch und seine Schwester, dann kriegt er schon noch Karma zurück irgendwann. Der wird freigemacht, ja, ja. Ist auch lustig, ist auch Lachkick. Tötet die Scheißhunde. Töten ein wenig vorher. Lag wirklich, aber jetzt nicht mehr. Kill Eisengolem Supi. Heißt Louis Tube auf YouTube. Ich mache keine Werbung mehr und bin mega nett. Kann ich direkt sagen, wird die Sperre aufgehoben. In der Kiste ist noch Fleisch, ja. Und dann hat er Snap, Snap, Snap geschrieben. Da wurde eine Nachricht zurückgehalten wegen Mobbing, weil er geschrieben hat. Und dann hat Sirio ihn auch gesperrt. Bitte entbannen, wollte nur wissen, ob ich gesperrt werden kann. Was ist das für eine Logik? For real, das ist so, wie wenn ich einfach einen Menschen umbringe, dann kommt die Polizei, packt mich vors Gericht, der Richter sagt, ey, du kommst in den Knast, lebenslänglich, was sind deine letzten Worte? Und ich so, ey, sorry, Dicker, ich wollte nur gucken, ob es klappt, hier das ganze Rechtssystem. Oh, sogar Sub, die war sogar Sub. Oh, nee! Luca, Dicker, nein, Hassel, OMG, fahr, 2 Plätze noch. Du. Meine Gefühle haben mich besiegt an diesem Punkt. Es tut mir sehr leid. Hab das eigentlich gar nicht böse gemeint. Luca, du bist toll, zwar ein Noob in Minecraft, aber eine tolle Person. Allein, dass sie gesubbt hat, heißt ja, sie mag eigentlich mich und den Stream. Das ist wahrscheinlich auch einfach lustig gemeint gewesen. Ich bin natürlich auch selbst schuld, wenn ich selber mal einen Creeper nenne, du wenn er mich in die Luft sprengt oder so. Naja, darf man eigentlich nicht sagen. Die einzigen Personen, die sind tatsächlich Hunde, denn sie sind Söhne von Hunden. Wie groß ist dein Schwanz? Alles klar. Alles klar. Hast du es schon mal mit Sandra getrieben? Digga, bist du verloren, mein Junge, oder was? Schwanz mit Soße. Was ist bei dem Typen los, Digga? Hast du schon mal... Kann es nachvollziehen, wenn ich nicht entbannt werde. Ich fand das halt witzig. Schon mit seinem Schicksal abgefunden. Oh nein, und dass solchen Leuten dann auch noch ein Sub gegiftet wird auf random Basis. Dass solchen Leuten dann auch noch ein Sub gegiftet wird. Lern zu lesen. Hey Süßer, komm doll, Dollar, Dollar. Kann ich gebannt werden? Können die Mods mich bitte bannen? Wurde gebannt. Hallo Luca, ich bereue es zutiefst, dich angemacht und nach einem Bann gefragt zu haben. Es war dumm von mir und ich würde sehr gerne wieder im Chat teilnehmen und Nachrichten schreiben. Es tut mir leid, PS Sandy ist hot, LG Erik. Sorry, du kannst doch nicht einfach sagen... Bitte bannt mich, dann wirst du gebannt und dann sagst du, jetzt will ich aber nicht mehr. Vor allem auch noch mit den Nachrichten vorher. Nein, bann, weg mit dir. Komm, Erik.
Geh woanders hin. Mach einen Abschuss. Ich finde es etwas unnötig, Schamhaare zu rasieren, da wir die ja von der Natur bekommen haben und wir mit denen mehr wir sind. Also kann ich nicht verstehen, wie man die zum Beispiel eklig finden kann. Naja gut, Fingernägel können auch immer länger wachsen und irgendwann, wenn sie ganz lang sind, sind sie auch eklig. Also das ist ein doofes Argument, aber deswegen sollte man nicht gebannt werden. Bannt mich mal weg, ihr Mods. Dafür sollte man gebannt werden. Dann wurde er für 120 Sekunden sogar in einen Timeout versetzt von Jan. Da hat Jan auf jeden Fall noch die Friedenspfeife geraucht vorher. Dann kam er wieder und hat geschrieben, ihr und dann hat Jan ihn gesperrt. Moin Moin, wollte nur mal gucken, wie schnell die Mods reagieren. Super Arbeit, Mods. Es tut mir leid, dass ich dafür so etwas schreiben musste. Bitte entbann Luger, Twitch, Prime und rein. Also ich finde, er hat ja wirklich am Chat auch teilgenommen. Das geht halt gar nicht. Bannt mich mal weg, ihr Mods. Da wurde er sogar nur für 2 Minuten in den Timeout versetzt. Jan, da hätte ich schon verstanden, wenn du ihn da schon gebannt hättest. Aber dann sagt er, kommt er zurück und sagt, ihr und hat Jan ihn dann komplett gesperrt. Ihr entscheidet. Entbannen, ja oder nein? Weil ich finde den Entbannungsantrag lustig. Er hat vorher vernünftige Nachrichten geschrieben. Und wie gesagt, ich finde, mir kann jeder kann von mir einen Fehler machen. Egal was, jeder kann einen Fehler machen, finde ich. Ich habe selber schon Fehler gemacht. Jeder von uns hat schon Fehler gemacht. Aber das Wichtigste ist, dass es sich nicht wiederholt. Das ist das Allerwichtigste. Er wird entbannt. Sehen hier auch 65% der Leute so. Er hat eine Nachricht geschrieben, das ist du. Das war mein Freund, das tut mir unglaublich leid. Darf ich bitte an deinem super fancy, super geilen OMG Incredible Chat teilnehmen? Verpiss dich, Bruder. Dann gib dir doch wenigstens Mühe. Schreib doch wenigstens eine nette Nachricht. Verpiss dich! Carolina der Lauch. Wann nur er, ich, Luca stinkt, nicht Abstimmung, mach Wette, du stinkst. Wann neuer Merch, wann wieder Minecraft mit Sander, da sind 2 Cams. Gesirio. Tut mir unglaublich leid, dass ich sowas geschrieben habe. Bitte verzeih mir, ich werde nicht mehr so welche schlimmen Nachrichten schreiben. Puh. Luca, stinkt sowas, finde ich nicht schlimm. Aber hier war auch schon Spam. Wann gibt's wieder Merch? Wann gibt's wieder Merch? Wann gibt's wieder Merch? Wann gibt's neuen Merch? Wann Merch? Wann neue Merch? Also da ist halt schon Spam. Und dann dich und Gesirio. Sorry, da muss man einfach... Ja, ich weiß nicht, sie schreibt daraus, tut mir unglaublich leid. Bitte verzeih mir. Ich weiß, ich bin dann immer so ein bisschen so... Nee, bannen, ne? Schreibt ja auch alle, ja, okay. Lass mal so. Werde... Girl. Hat auf jeden Fall schon einiges geschrieben. Und dann am Ende du HS. Ich wollte nicht HS schreiben. Ich wollte du hast schreiben und hab mich vertippt. Warum sollte ich H klein und S groß schreiben? Sorry, aber war keine Absicht und hoffe, du entbannst mich. Ich versuche jetzt mehr auf die Tastatur zu achten. Warum sollte sie denn du hast schreiben? Weil ich will auch nicht, dass Leute jetzt denken, oh, Luca macht gerade Entbannungsanträge. Jetzt schreibe ich kurz irgendwas, damit ich hier in seinen Stream komme. Ihr entscheidet. Umfrage ist da. Nur wenige Minuten später. Entbannen. Okay. Letzter Antrag. Hat nur gerade geschrieben, vor einer halben Stunde, ich heiße CoolU007 auf YouTube. Und seine Nachricht ist einfach Moin Moin. Ablehnen, Bruder. Wiederschauen und reingehauen. So, meine Damen und Herren, damit haben wir die Entbannungsanträge allerdings durch. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt mir doch gerne auf Twitch. Es ist komplett kostenlos. Ihr werdet über neue Streams benachrichtigt und könnt hier live mit dabei sein.